Yeah. Maybe. Tony Massacre. Jetzt geht die Runde los mit runden Flows. 0 Euro Stundenlohn. Steh ich am Mic, schieb ich dich dahin, wo die Hunde wohnen. Tony macht zusammen mit Maybe einen Lügenmassaker. Ihr seid kleine Motherfucker und macht Zicken wie mein Nachbar, wenn ich aufdreh und alle versuchen mich zu kopieren. Ich werd nicht aufhören, mein Shit zu produzieren. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt, ihr könnt reimen wie ein Troll. Doch ich und meine Jungs hauen euch den Arsch mit Bars voll. Hallihallo, das bin ich, ein neues Lügen-Süder-Rap-Gesicht. Aus dem Nichts komm ich einfach ran und bettel dich, ich wette nicht. Hast du gedacht, dass Maybe es mal schafft mit voller Macht? Ab in die Schlacht, ich seh mich um, doch keiner lacht. Also was wollt ihr machen? Ihr möchtet gern spaßen, seid ihr jetzt wieder zurück oder chillt ihr noch auf Pappen? Lasst mal hören, ich will dich sicherlich nicht kratzen, sondern Burn mit übelsten Maschen. Es ist einer dieser Tage, an denen wir uns fragen, warum wir nicht so viel wie die anderen haben. Es ist eine Flagge zu sehen, was geschieht, was der oder die erzählt und abzieht. Es ist einer dieser Tage, an denen wir uns fragen, warum wir nicht so viel wie die anderen haben. Es ist eine Flagge zu sehen, was geschieht, doch ich scheiß auf euch und Rap auf mein Beat. Was wollt ihr uns erzählen mit euren Drecksglaber? Wobei klar war, dass dein Vater nicht von Anfang an am Start war. Also schon klar, mach dein Diss und ich konter. Du bist ein Witz, so wie Pocahontas. Ich komme einfach und mach hammergeile Songs. Klar, wir kommen zweifach aus deiner Box da. Wir legen einfach los und ihr seid hemmungslos am Scheitern. Egal gegen wen von diesen beiden Writern. Ich komm rein und bin Grammatik, weil ich euch hart fick mit überdimensionalen Reim aus der Antarktik. Und deshalb ist mein Arsch am Boden festgefroren. Ich bin nie abgehoben, höchstens auf den ganzen Drogen. Viele, die mich testen, wollen noch keiner, der es macht. Viele, die hinter meinem Rücken lachen, noch keiner, der es mir sagt. Wieso wohl? Ihr seid alle neidisch und sowieso hohl. Und deshalb kriegt ihr Punchlines in Slow-Mo. Es ist einer dieser Tage, an denen wir uns fragen, warum wir nicht so viel wie die anderen haben. Es ist eine Flagge zu sehen, was geschieht, was der oder die erzählt und abzieht. Es ist einer dieser Tage, an denen wir uns fragen, warum wir nicht so viel wie die anderen haben. Es ist eine Flagge zu sehen, was geschieht, doch ich scheiß auf euch und rap auf mein Beat.